Willkommen zurück zu Let's Play Sim City mit unseren schönen Häusern. Zuerst mal kassieren wir schöne Steuern. 4.000 auf 12.000 Einwohner. Das heißt, wir haben 10 Millionen Kinder, die eben noch keine Steuern bezahlen. Keine Steuern bezahlen. Zum Glück haben wir das letzte Mal ja Samen ins Bau gesetzt. Das letzte Mal war vor 4-5 Tagen für mich. Für euch vielleicht ja vor 2 Minuten oder so. Weil ich bin jetzt wieder mal aufnehmen hier im dunklen Grauen der Sackgasse, der dunklen Licht. Was braucht denn ihr nicht die Eigentumszone Blue? Ihr braucht natürlich So. Machen wir nämlich wieder, schaffen wir wieder ein bisschen Kohle in die Kassen, obwohl wir schon genug Kohle in den Kassen geschöpft haben. Mondäne, du Nacken. Oder Kackkummel, soll ich Nacken oder Kackkummel sagen? Ich habe eine Kohle bei euch. Wieso haben wir nur 98% zufrieden? Reynolds Gaga. Ich höre immer noch meine Cola, die ich aufgemacht habe in meiner Castle Clash Aufnahme. Ist der fiese Let's Player. Ich bin der fiese Let's Player. Ah, ja, dieser IS-Terror. Ich hoffe, die kommen nicht immer nach Popelhausen. Ich hoffe, der IS kommt in nach Popelhausen. Das gibt überhaupt kein Angebot. Was ist denn das? Können wir noch das hier verticken? Ja, ich sag schon verticken. Das ist ein ganz professionelles Wort. In der Schule verticken. Wir verticken jetzt mal ein Stück Cola. Keine Sorge, es ist eine Zero und da sind keine Drogen drin. auf jeden Fall sind wir hier oben auch schon am Viertel ausbauen. Wir brauchen aber Brettis. Bretter. Ich will schon mal gucken, wie viel würde so eine Claire. Kaufen wir uns ein einfaches Abwasser in Droh. Frisches Abwasser, unbehandeltes Abwasser. Nicht ganz günstig, aber nicht süß, wenn sich freuen, dass du bist. Pumpt das Wasser zur Verklappung, aha, aus dem System an der Endlagerstelle. Excuse me. Falls ich wieder mal so ein bisschen Müll rede, ne? Komm schon auf die Müllentsorgung. Ich würde dann gerade so Müllverbrennungsteile hinbauen. So eine kleine Müllheide. Das ist richtig toll. Für 15.000. Verschmutzung. Wir können auch gerade ein Research. Wir können auch gleich noch recyceln. Leg mich doch am Arsch. Die Rowdy. Recht und Ordnung für ein kleines Viertel. Für. Ja. Habe Song gelernt, du. Alter, wir sind nicht im Tutorial, ne? Fresse. What? Sit. Bon Chocolat.
mein Name ist die Sid. Haben schon ein bisschen Verkehr auf unseren Streets, ne? Schaut euch das an, es fahren ein paar Autos, oh je, fahren viele Pinker. Ach du meine Fresse, was sind das für eine Sekunde? Gesundheit, man kommt mit Gesundheit. Eine winzige Klinik für das gesundheitliche Belange eines kleinen Viertels. 8x8. 2, 4, 6, 8. Okay, ja, sie sind nicht so. Wie viel hatten die kleine Feuerwache? Lass mich das gucken. 8x8 ist so. Also mit einer Klinik auch schön da. Genau da eine Klinik hin. Können wir auch die ganze Stadt versorgen. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich die Straße ins Reich reißen, den paar Eisen ein Stück nach hinten verlegen und wieder kann noch möglichst zentral noch hinwahrnehmen. So. Irgendwas, weil die Wassertürme kann man auch. Wir könnten dann zum Beispiel hier unten so eine Straße hinziehen und unten die Wassertürme hinstellen, die unsere Stadt mit Wasser versorgen möchten. Die brauchen natürlich auch Messband, das war so übel klein. Und wir haben irgendwie nichts geschafft in diesem Part. Ich weiß auch nicht, wieso das los ist. Also bis hierhin ist nur noch 2-3 Minuten. Also im City möchte ich nicht allzu lang machen. Weil irgendwie. Ich habe jetzt nicht die allzu größte Lust mit SimCity spielen, habe ich was für euch und manchmal habe ich auch ein bisschen großen Bock. Können wir da noch eine Werbung dazu tun? Dann wird das in der ganzen Welt erfahren. In China und in Pakistan. Aha, die haben ein bisschen. Mann, ey, was haben die mal? Die haben Holzmangel, die brauchen Holz, damit sie können ihr Feuerchen machen. Für ihre Übungen. Die Stadt hat kein Holz. Obwohl, hier sind noch ein paar Bäume. Sag mal, wieso ist meine Bevölkerung nicht 100% glücklich? Boah, 4000. Aber wir haben auf jeden Fall gut Geld. Money is the world. Habt ihr von dem Ibrahimovic-Dingsbums da gehört? Also, kranker Shit. Ich mag die nicht. Es gibt natürlich Leute, die Ibrahimovic auch mögen. Sein Fußballspiel ist jetzt nicht allzu blöd, aber ich mag ihn so, ich mag seinen Charakter nicht. Die einfache Feuerwache hat irgendwie einen 100-fachen größeren Radius. Für die 2000 mehr bezahle ich ehrlich gesagt gerne. 12x12. 10x12. Die kostet dann circa. Für einmal ein mehr kostet die gerade 6000 mehr. Super. So ein Kack. Ja, was sollen wir machen im Part? Ich weiß es nicht. Aber ich lasse nicht mal den Gesang raushauen. Das könnt ihr euch abschneiden. Oh, cool! Yay, es waren noch Leute auf der Autobahn. Ich wollte schon Achterbahn. Autobahn. Yay. Oh. Nein. Oh. Baut mehr Parks. Aha. Der müsste ein Park haben. Ihr kriegt einen Park. So. Wir sind zufrieden. Oh, jetzt ist er zufrieden. Wem fehlt noch das ein Park? Den da oben. Ja, du da oben mit auch noch ein Park. Und hier bekommst du einen Park. Park, Parker. So, solltet ihr eigentlich zufrieden sein, oder? Wie fühlt sich jetzt? Schön. Schön. Ich bin froh, dass ich überhaupt Feuerschutz bekomme. Dass die Stadt überhaupt so großzügig ist, euch Feuerschutz zu geben. Also hallo, das ist nicht selbstverständlich. Ja.
Hier fehlen uns immer noch die Bretter und die Samen. Obwohl, so wird die 30, 40 Simileons mehr Steuern einnehmen oder nicht? Ehrlich gesagt, egal. So, 99. 99 Luftballone, 99 Kriegsminister und ich hab vergessen, wie das Lied nochmal geht. Zum Design, sag ich mal, können wir hier. Nicht so lang, nicht so lang. Und weil es gescheiter aussieht. Hier so. Das ist El Stretto Balabipo Baum. Und das war's für diese Folge. Tschüss, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war eine echt verdammt langweilige Folge. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr es einen Daumen runter gebt, ist mir egal, Schnatz. Ich fand's ja auch langweilig, aber ein Daumen hoch wäre cool. Bis zum nächsten Mal.